sicherlich steht Rio ganz oben und ich versuche, mich bestmöglich darauf vorzubereiten. Ich bin Realist genug, um zu sagen, Gold wird schwer und ich muss einfach in dem Jahr damit leben können. Für mich ist das Ziel, eine Medaille zu holen. Das wäre aufgrund der Strecke schon ein großer Erfolg für mich. Normalerweise, wenn ich mir ein Ziel setze, möchte ich da auch definitiv siegen und erfolgreich sein. Ich muss ganz klar sagen, dass die Strecke mir überhaupt nicht entgegenkommt. Dementsprechend sind die Erwartungen auch auf jeden Fall niedriger angesetzt. Also ein bisschen Hoffnung ist natürlich immer da, wenn man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen goldenen Tag hat. Dann kann sicherlich alles drin sein, aber ich möchte die Erwartungen jetzt für mich und auch für die Fans nicht zu hoch schrauben. Ich denke, realistisch ist wirklich der Kampf um Bronze und Silber. Es ist für mich echt jetzt ganz wichtig, alles so Stück für Stück zu sehen. Ja? Die Tour ist für mich gefühlt wirklich noch weit weg. Ich habe wirklich im Moment meinen Fokus ganz, ganz klein auf die ersten Rennen gelegt und vor allem eben darauf, mit der Mannschaft wirklich auch intensiv da diesen Sprint vorzubereiten, eine Idee zu entwickeln von dem, wie wir zusammenarbeiten wollen.